geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu F1-24. Heute ist eine ganz wichtige Folge, denn ich möchte unbedingt das letzte Wochenende wieder gut machen. Falls ihr das verpasst habt, schaut gerne nochmal rein in die letzte Folge. Es war interessant. Etwas, was wir hoffentlich so schnell nicht wieder erleben. Heute geht's auf nach Imola. An sich eine sehr coole Strecke. Kann aber überhaupt nicht einschätzen, in was für eine Richtung das geht. Ist auf jeden Fall eine Strecke, auf der das Qualifying sehr, sehr wichtig sein wird. Weil das zum Überholen hier eher tricky ist. Abgesehen von Start und Ziel gibt's eigentlich kaum eine Möglichkeit. Deshalb müssen wir eben dort im Qualifying schon abliefern. Komplettes Qualifying, auch heute erstmals. Heute werden wir das endlich mal hinbekommen, so wie ihr es euch schon länger gewünscht habt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Wäre, muss man sagen, schon ein Erfolg, wenn wir es überhaupt in Q2 schaffen würden, würde ich sagen. So wie die Quali-Form in den letzten Folgen aussah. Aber ja, vielleicht geht auch mehr, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, würde ich auch mitnehmen. Allerdings möchte ich da gerne bescheiden rangehen an das Ganze. Einfach aus Q1 rausschaffen und dann schauen wir mal, was weiter noch möglich ist. Schnell hier die Ziele auswählen und dann geht's gleich auch schon rein. Ich weiß nicht, ob wir Upgrades hinbekommen. Das wäre natürlich eine geile Sache. Jetzt gerade noch nicht, aber oh Gott, aber da kommen gleich doch mal Ressourcen an. Und dann werden wir es auf jeden Fall machen können. Ein Strapazierfähigkeits-Upgrade von Albon kommt auch noch an. Das ist eine coole Sache. Der möchte hier mal was beim Chassis machen. Ja, das soll er mal machen. Ah, das hier will er machen. Das würde sich für uns jetzt auch gerade anbieten. Ja, und das nehmen wir ihm auch einfach weg, würde ich vorschlagen, oder? Ja, obwohl hier so Motorleistung. Ist natürlich auch immer eine coole Sache, aber da fehlt ein bisschen was. Nee, komm, Alex, weißt du was? Dann übernehmen wir das Upgrade hier. Das kommt dann nach dem Wochenende in Monaco an, im besten Fall. Das nächste bisschen Regen, nachdem wir es in Miami auch schon ordentlich damit zu tun hatten. Diesmal im Rennen und in China ja auch, ne? Also der Regen, der lässt uns irgendwie nicht so ganz los. Das soll sogar ordentlich abgehen dann am Ende des Rennens. Da werden auf jeden Fall zumindest Inters in Frage kommen. Sehr, sehr interessant. Macht das Qualifying aber noch wichtiger jetzt, weil natürlich im Regen das DRS deaktiviert sein wird, überholen dann mit Sicherheit nicht leichter. Das wäre schon geil, wenn wir zu dem Zeitpunkt, zu dem der Regen kommt, recht weit vorne sind, im besten Fall natürlich in den Punkten. Ich meine, das Auto gibt das her, ne? Wir sind ähnlich gut wie McLaren, vielleicht auch wie Aston Martin, wenn man es ganz optimistisch sagen möchte. Also, da muss schon mal wieder was gehen in Richtung Punkte. Bin auch sehr gespannt, was Albon hinbekommt. Der steht immer noch mit 0 Zählern da. Das hätte ich niemals erwartet, wirklich, nach so vielen Rennen jetzt schon. Ach so! Das sehe ich ja jetzt erst. Verstappen hat jedes Rennen bisher gewonnen. Der macht hier den Real-Life-Verstappen. Krass, habe ich ja überhaupt nicht so wahrgenommen. Einfach 6 von 6 bisher. Und ein paar schnellste Rennrunden auch noch. Ja, das kann man machen. Ich glaube, den besiegt in dieser Saison niemand. In was für eine Richtung geht dieses Wochenende hier? Bitte, bitte in eine sehr andere als das letzte. Oh, das war übervorsichtig hier in die vorletzte Kurve hinein. Gut, es muss auch nicht die erste Runde direkt sein, die uns weiterbringt. Das wäre natürlich schön. Ich glaube, das gibt die auch her, eventuell. Ja, aber zum Beispiel so ein Bottas wieder stark. Dennoch ist das, glaube ich, ein vielversprechender Auftakt, so wie es aussieht. Ja, ist es wirklich. Lila sogar im ersten Sektor, wow. Auch nachdem einige gute schon gefahren sind. Das kann sich sehen lassen. Vor Albon mal, nach dem ersten Run. Das hatten wir jetzt schon echt länger nicht mehr. Das macht mir gerade sehr viel Mut. Wir haben da auch einige direkt mal hinter uns gelassen. Oh, come on. Ich glaube, Miami war echt eine Ausnahme. Gott sei Dank. Es ist sogar Position 11 jetzt, nachdem jeder gefahren ist. Aber so ganz traue ich dem Ganzen noch nicht. Zum einen sind die Abstände unfassbar gering. Die Jungs, die ausscheiden schon, sind nur eine Sekunde weg von der Spitze. Das ist gar nichts. Und hier sind auch noch ein paar Schnelle hinter uns. Ne? Alex muss man immer was zutrauen. Oscar, Joe auch meistens stark gewesen in diesem Sauber. Also fahren wir auf jeden Fall nochmal raus. Wir sind gerade nicht ansatzweise in der Situation, um irgendwas zu riskieren in so einem Q1. Jetzt noch mal ein bisschen schneller. Hier haben wir vorhin auch Zeit liegen lassen. Scheint so, als hätten wir diese Verbesserung nicht mal gebraucht. Platz 14 war es nämlich, aber trotzdem sehr gut, dass wir noch mal rausgefahren sind. Ich meine, das hätte auch gut und gerne knapp werden können. Come on, Q2, Mindestziel schon mal erfüllt. Sogar auf Platz 11, wow.
Also was heißt wow? Das sollte man erwarten mit diesem Auto. Und wir werden sogar auch geschlagen von unserem Teammate. Weil ich bin offensichtlich so ein bisschen traumatisiert vom letzten Wochenende. Das kann ich nicht verschweigen hier. Aber hey, super, dass wir es geschafft haben. Hamilton ziemlich weit hinten. Auch von Bottas hat man schon Besseres gesehen. Gut, es ist halt auch das erste komplette Qualifying, was wir spielen, ne? Kann sein, dass die Ergebnisse dann so ein bisschen anders werden. Weiß ich nicht, möglicherweise. Q1 deutet da so ein klein wenig drauf hin. Joe zum Beispiel draußen auf Position 18. 2000stel nur hier zwischen Albon und uns. Es kann gut sein, dass wir beiden uns jetzt gleich darum streiten, wer es in Q3 schafft. Würde es nicht ausschließen, dass das einer so knapp hinbekommt. Und ja, das wäre natürlich schön, wenn wir das wären. Erster Run nur mit einem gebrauchten Satz Softs. Das wird somit wohl noch nicht weltbewegend. Alles hängt von der zweiten Runde ab. Die erste Kurvenkombination hier ist richtig geil. Hier kann man richtig schön die Curbs mitnehmen dieses Jahr. Und durch diesen so scharfen Turn in der Autos, ja, weiß nicht, fühlt sich das einfach gut an. Also das kann man da schön aggressiv durchfahren. Deswegen sind wir vielleicht unter anderem auch so stark im ersten Sektor. Ich weiß es nicht. Da sind wir auf jeden Fall wiederholt lila. Jetzt auch wieder. Trotz gebrauchter Softs. Aber allgemein habe ich so das Gefühl, dass Curbs dieses Jahr sehr viel gnädiger sind. Na, auch hier die Schikane kann man volle Kanne mitnehmen. Das macht dem Auto gefühlt gar nichts. Letzte Kurve und dann haben wir schon mal eine Zeit stehen. Immerhin. War auch eigentlich eine gute Runde. Aber ich glaube halt, dass man auf den Vorteil von frischen Reifen nicht verzichten darf. Also wir vor allem nicht, wenn es was mit Q3 werden soll. Ja, und so wird es auch sein. Bottas darf nicht davor sein, wenn das klappen soll. Obwohl, Top 10, nachdem jeder jetzt eine Zeit gesetzt hat. Allerdings Verstappen noch ganz langsam. Lando, da wird wohl noch mehr kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Bottas und einer von uns Williams in Q3 schafft. Das wäre eine Überraschung zumindest, finde ich. Ich glaube, es wird halt einer sein. Entweder Bottas, Albon oder wir. So kann ich mir das vorstellen. Und jetzt müssen wir alles dafür tun, damit wir das sind. Auch wenn Alex hier noch ganz schön weit weg ist nach seinem ersten Run. P12 zurückgefallen. Leicht den Scheitelpunkt verpasst in der letzten Kurve, aber das ist so ziemlich der einzige Fehler auf dieser Runde, der einzige Nennenswerte. Das war richtig stark, come on, Q3 auf dem dritten Platz sogar. LOL, was eine Banger-Runde. Wo kommt das denn her? Wow, das hat sich ja überhaupt noch nicht angekündigt bisher. Wahnsinn, krass. Krass, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, aber ich hatte recht mit meiner Prediction, dass es nur einer von uns dreien in Q3 schafft. Und es sind wir und wie es wir sind. Okay. Und übrigens möchte ich mal festhalten, KI-Balancing auf den einzelnen Strecken dieses Jahr wieder tipptopp. In Miami waren wir auch so gut, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber hey, geil, das war auch wirklich eine geile Runde. Es sollte trotzdem nicht Platz 3 sein, sondern halt die Top 10 irgendwie knapp. Aber wow, da hat sehr, sehr viel gepasst. Obwohl, ich meine, das war auch nur Q2, ne? Das war ja jetzt noch nicht das Endergebnis. Erlebt man im Real Life auch manchmal. Erinnert euch an Hülkenberg, ausgerechnet hier in Imola im Real Life, als der kurz mal Erster war, ganz am Ende von Q1. Also das hat noch nichts zu bedeuten. Jetzt müssen wir nochmal abliefern. Oh ja, wieder sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir richtig in Fahrt hier an diesem Wochenende. Eine 15.5 war unsere Zeit vorhin. Alonso auf der 6 hat eine 15.3. Also das bräuchte schon was sehr Besonderes, aber ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Das war wieder richtig gut. Fünfter! Fünfter Platz im Qualifying zu diesem großen Preis von Imola. Boah, was für Banger-Runden teilweise, aber Hilfe. KI-Thema lassen wir einfach mal bleiben, ja? Aber trotzdem bin ich echt zufrieden mit den Runden hier.
da hat ab der letzten Runde in Q2 vor allem wirklich alles gepasst. Hier jetzt nochmal ein bisschen schneller als vorhin. Sehr, sehr geringe Abstände, ne? Verstappen auf der Pole, dahinter dann zwei Fahrer innerhalb von einer Zehntel, die beiden Ferraris. Und insgesamt auch, selbst wenn man sich so einen Hamilton auf der 10 anschaut, der ist auch nicht weit weg. So einen Abstand hat man auch ab und zu mal vom ersten zum zweiten. Also das ist schon echt der Wahnsinn. Aber umso cooler, dass wir hier dann so gut mitmischen konnten. Ja, man muss auch sagen, natürlich heulen da jetzt Leute rum, ich kenne das ja. Ich kenne ja meine Formel-1-Community, die ist ja super bei sowas immer. Lando ist so ziemlich gleich auf mit uns. Dieser McLaren ist so ziemlich gleich schnell, ne? Das hat man ja in der Performance gesehen. Auch so ein Aston, also ungefähr hier gehören wir schon hin. Klar war das jetzt ein bisschen besser als das, weil es halt super Runden waren. Ja, warum dann auch nicht mal was Gutes? Aber so komplett abwegig ist das jetzt nicht mal, ohne Scheiß. Oh, wir gehen hoch auf 69. Ja, Mann, sehr, sehr geil. Somit jetzt schon unser Vertragsziel erfüllt. Nach, was, 7 Rennen. Ja, nicht mal ganz. Ja, am 7. Wochenende vor dem Rennen. Das kann man sich also auf jeden Fall ein bisschen höher stecken. Müssen wir uns dann merken für den kommenden Vertrag. Oh, das ist Balsam für die Seele. So ein Ausblick hier in der Startaufstellung. Das sah in den letzten Rennen ganz, ganz anders aus und auch Sprints. Da waren wir ja regelmäßig auch mal auf dem letzten Platz. Dreimal, ne? Dreimal in den letzten 4 Qualis, wenn ich mich nicht irre. Zweimal China und in Miami einmal halt, oder? Oder war es nicht ganz so schlimm? Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall nicht gut. Also, das hier ist deutlich, deutlich angenehmer. Der Regen soll ja kommen dann am Ende. Die große Überlegung ist jetzt natürlich, auf was startet man? Also es muss das Ziel sein, wie schon in China, auf nur einem Satz bis zum Regen durchzufahren. Und dort waren das halt die harten Reifen, auf denen das möglich war. Ich würde mir aber ungern jetzt auch die Mediums entgehen lassen, weil ich glaube, dass wir hier vorne eh ein bisschen strugglen werden. Wir haben lauter schnellere Autos um uns rum. Ich meine, hier im Qualifying hinzukommen ist das eine. Wir werden uns hier wahrscheinlich nicht halten können, davon gehe ich mal fest aus, deshalb, während es bei mir jetzt gerade an der Tür geklingelt hat, was mich komplett rausgebracht hat, perfekt. Naja, wir starten auf Mediums, versuchen mit denen bis zum Regen durchzukommen. Ich glaube, das ist so die Kurzversion von dem, was ich sagen wollte. Und dann geht's auch schon direkt an den Start bei diesem großen Preis der Emilia-Romagna, MSC Cruises und was weiß ich, wie das ganze Ding eigentlich voll heißt. Ich hab Bock. Endlich mal geht's von ein bisschen weiter vorne aus los. Bin gespannt, wie lange wir uns hier halten können. Let's go! Die Einführungsrunde läuft und die Fahrer machen sich und ihre Autos startklar für das bevorstehende Rennen. Gleich geht's los. Rein geht's in dieses 7. Saisonrennen. Sehr, sehr kurze Ampeln. Das scheint auch so den Leclerc ein wenig überrascht zu haben, der keinen optimalen Start erwischt. Russell auch nicht so perfekt. Da waren wir schon sehr gut dabei. Vorsichtig jetzt. Oh, die Bremsen spät. Oh, so viel zum Thema vorsichtig. Ach, das ist nicht dein Ernst, Checo, oder wer das war. Also, man kann das nicht vorsichtiger angehen. Ich finde, die sind auch sehr aggressiv. Für einen Start, für eine erste Runde bremsen die da verdammt spät. Und dann ist es hier ja Perez, der aber auch rechts neben sich, wen hier, Alonso hat. Und ich glaube, Alonso ist eher der Übeltäter. Seht mal, wie der hier in die Kurve einlenkt, obwohl er zwei Autos neben sich hat. Ey, das ist zum Kotzen. So vorsichtig. Ich wollte da nichts anbrennen lassen, kein Risiko. Und dann wird man so bestraft durch sowas Dämliches. Das ist nicht schön. Ja, gut. Es ist ja nicht mal übervorsichtig. Das ist halt normal. Das ist normale Vorsicht an dem Start, Alter. Natürlich schieße ich da nicht volle Kanne rein. Also sehe ich gar keine Schuld bei mir, ehrlich gesagt. Das ist kompletter Quatsch und sehr, sehr schade. Und das wird es jetzt hier vorne noch schwieriger machen. Ja, und so schnell wird einem ein gutes Qualifying zunichte gemacht, ohne wirkliche Schuld. Perez hält ja jetzt immer noch mit. Das hat sich gerade überhaupt nicht schön angefühlt. Ich glaube schon, oh, dass der Schaden eine Rolle spielen wird. Alter, Checo immer noch da. Der lässt er überhaupt nicht locker. Nun setzt er sich mal durch. Ja gut, im Endeffekt nur eine Position verloren. Ich glaube, Checo hat auch Probleme. Ich glaube, der wird vielleicht auch Frontflügelschaden davongetragen haben, oder? Das sieht nicht ganz so schnell aus. Kann gut sein, so wie der uns da getroffen hat. Ja, es ist echt bitter. Es ist echt bitter. Gut, zum Überholen, das hier nicht die geilste Strecke. Das kommt uns jetzt natürlich zugute, da wir so weit vorne unterwegs sind. Mal gucken, was hier geht. Ich hoffe, es wird jetzt keine Katastrophe, sodass wir völlig durchgereicht werden. Es fühlt sich nicht besser an. Ich glaube, das ist klar und das sieht man auch. Aber bislang war es jetzt noch nicht ganz, ganz schlimm. Das ist halt natürlich vor allem in den schnellen Kurven ein Thema. Also die erste Schikane wird unschön, zweite Schikane auch. Dann gibt es im Mittelsektor ja, so einiges.
Ja, ich will es mir jetzt irgendwie schön reden, aber das ist natürlich schwierig. Top Speed, wie sieht der aus? Das war ja ein ganz großes Thema in Miami. Ist hier wesentlich viel besser. Okay, das war jetzt gar kein Problem. Ja, come on. Ich glaube, wir werden irgendwie zurechtkommen, so halbwegs. Es ist halt ärgerlich, dass das so ein Schaden ist, den wir jetzt das ganze Rennen über mit uns rumschleppen müssen, ne? Der wird nicht fixbar sein. So einen Unterboden tauscht man nicht eben mal aus in dem Rennen. Das macht das Ganze natürlich nicht geiler, obwohl Frontflügelschaden... Frontflügelschaden hätte ich auch nicht gerne gehabt. Den hätte man zwar tauschen können, dann den Flügel, aber das fühlt sich dann nochmal wesentlich schlimmer an. Also ich glaube fast, wir kommen zurecht. Klar ist die Pace nicht so gut wie die von den Jungs hier, aber das ist sie halt auch einfach nicht, ne? Das wäre auch mit einem kompletten Auto nicht anders. Vermute mal sehr stark, dass sich das gleich gegen Alonso erledigt haben wird. Im schlimmsten Fall auch noch gegen ein paar andere. Wichtig wird es halt sein, dass wir mit irgendjemandem, der uns hier bald mal überholt, wahrscheinlich, dass wir da dann gut mithalten. Dass wir dranbleiben, im DRS sind, immer einen schönen Windschatten mitnehmen. Das ist dann der Schlüssel zum Erfolg, um hier möglichst lange auch vorne zu bleiben auf einer ordentlichen Punkteplatzierung. Hamilton versucht gleich mit durchzuschlüpfen. Zwei Weltmeister hier an uns vorbei innerhalb von einer Kurve oder was? Nee, Lewis schafft's noch nicht. Alonso setzt sich aber direkt gut ab. Puh, das ist jetzt schon nur noch Platz 7. Das klingt sehr, sehr viel unschöner als so ein fünfter Platz. Vor allem, wenn man sieht, was für eine Schlange wir da hinter uns haben. Oh oh. Ja, ich merke schon, die nächsten Runden, die werden ganz unangenehm. Die werden ganz, ganz unangenehm. Wir haben keine Chance, uns hier vorne zu halten. Und werden jetzt in jeder Runde ein bisschen weiter durchgereicht werden. Ich fürchte, das ist das, was auf uns zukommt. Keine Chance, hier was dagegen anzustellen. Keine Chance, leider. Da kommt jetzt auch so ein Oscar an. Dahinter dann schon Bottas am Lauern. Können nur hoffen, dass wir natürlich möglichst gut noch dagegen halten können. Dass wir halt immer die Position halten, wenn es noch möglich ist. Wie jetzt gegen Oscar, da konnten wir verteidigen, das gelingt auch. Das ist dann natürlich enorm wichtig in so einer Situation. Puh, also das wird ganz, ganz schnell ganz ungeil hier. Ich weiß aber gar nicht, wie viel davon wirklich am Schaden liegt. Weil es sich fahrerisch in Ordnung anfühlt. Also nicht so, als würden wir jetzt sehr, sehr viel langsamer sein als im Qualifying. Als hätten wir sehr viel weniger Downforce. Eigentlich nicht. Regen in 10 Minuten. Ja, der kann gerne sehr, sehr, sehr früh kommen, dieser Regen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die uns retten kann. Allerdings bezweifle ich fast, dass wir dann noch auf einer Punkteplatzierung sind, wenn das hier so weitergeht. Ja, leider knapp auch das DRS nicht mehr auf Hamilton. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Es gelingt leider nie, da wirklich mitzuhalten. Na jetzt, das, oh, das macht aber Mut. Das ist jetzt mal der Erste, der nicht easy an uns vorbeikommt. Oscar hier. Vorsichtig, nicht in ihn reinkrachen, der ist da außen in Kurve 1, aber hier innen setzen wir uns trotzdem durch. Ja, Mann, das erste Mal bleiben wir vorne, oh, come on. Ja, ich meine, klar, das ist halt jetzt auch das erste Auto da hinter uns, was irgendwie ansatzweise gleichwertig ist, vergleichbar mit diesem Williams. Und dann sieht es auch direkt gar nicht mehr so dramatisch aus. Oscar eh jemand, der nicht gut performt in dieser Karriere, ne? Mal verglichen mit dem Real Life zumindest. Das ist auch so jemand, mit dem wir, glaube ich, mithalten könnten, zumindest eine Weile, selbst wenn er vorbeizieht, was jetzt wohl gleich passieren wird. Denke, da könnten wir im DRS bleiben. So eine Runde lang zumindest, oder auch zwei oder so. Und dann sieht es ein bisschen besser aus. Wie läuft das jetzt in dieser Runde hier auf Start und Ziel? Ähnlich wie vorhin, ähnlich wie vorhin. Okay, okay, wir leben wieder so ein bisschen. Der freie Fall endet so allmählich mal. Auch wenn wir natürlich trotzdem erstmal verteidigen müssen hier, was alles andere als leicht wird. Oh, das ist aber gar nicht mal so eine verkehrte Linie gewesen. Immer noch die Chance, hier davor zu bleiben. Jetzt müssen wir einfach knallhart durchziehen. Da außen, da dürfen wir ihm gar keine Chance geben. Das darf man sich nicht antun lassen. Sehr schön. Ja, ERS-Ziel erfüllen wir gleich. Problemlos. Sehr, sehr gut. Und vor allem haben wir jetzt ein bisschen was aufgeladen. Das macht das Ganze sehr viel leichter auf Startziel. Wir müssen jetzt einfach fighten ohne Ende, bis der Regen da ist. Alles andere... Ja, wir haben keine andere Wahl. Was sollen wir denn sonst machen? Es ist halt zumindest wirklich so, wie ich es vorher gesagt habe und wie man es ja auch kennt von Imola, dass Start und Ziel die einzige Stelle ist. Überall anders auf der Runde müssen wir uns fast keine Gedanken um Oscar machen. Da müssen wir halt fehlerfrei durchkommen, aber wirklich angreifen kann er nur hier und das auch immer so, dass es noch ganz gut zu verteidigen ist. Das machen wir schon nicht verkehrt. Der Topspeed scheint vor allem wieder zu stimmen. Das ist eine sehr gute Sache. Ist ja auch nichts Selbstverständliches, wie wir schon lernen mussten in dieser Saison. Also von daher freut es mich, dass das ausgerechnet in so einer wichtigen Situation jetzt alles klappt. Ja, hier dieser Mittelsektor, der ist wirklich easy. Hier müssen wir einfach unser eigenes Ding machen. Da ist es völlig egal, dass der so nah an uns dran ist. Da wird er nichts machen können, wenn wir keine Fehler machen. Und Fehler, ja,
passieren da nicht leicht. Also das ist jetzt auch nicht so der schwierigste Streckenabschnitt der Welt. Da sind keine Mauern irgendwie super nah. Also das ist alles realistisch. Also realistisch machbar, da keinen Fehler zu machen, meine ich. Das sollte das bedeuten. Jetzt ist er allerdings mal sehr nah dran am Ausgang aus den beiden letzten Kurven. Jetzt wird es das wohl gewesen sein, vermute ich. Dann ist es nun... Oh, wie kommt ein Bottas da angeschossen? Okay, dann wäre es wichtig, in seinem Windschatten zu bleiben, beziehungsweise im DRS, wollte ich sagen. Aber dass da jetzt so ein Valtteri sich noch mit einmischt, ist natürlich überhaupt nicht geil. Und jetzt pushen, jetzt dranbleiben an Oscar, come on! Jetzt wird sich auch erstmals zeigen, was der wirklich drauf hat hier. Ich meine, bislang war das schwer abzuschätzen. Der kam halt auf Startziel immer an mit dem DRS. Aber mit dem DRS kommt jeder an, ne? Dafür braucht man keine besonders gute Pace. Hier scheint es jetzt nicht so, als könnte der sich übermäßig absetzen. Nee, das ist okay. Ja, ja, da werden wir auch easy im DRS bleiben. Der Messpunkt kommt ja hier schon irgendwie recht früh. Sehr, sehr deutlich vor Start und Ziel. Ganz, ganz locker. Eine halbe Sekunde waren wir dahinter am Messpunkt. Ich glaube, mit Oscar und mit Bottas haben wir hier zwei Jungs gefunden, die eine ähnliche Pace haben. Mit denen wir so ein bisschen mitschwimmen können im Laufe des Rennens. Ja, das sieht doch super aus. Natürlich werden wir da jetzt auch nicht überholen. Sparen unser ERS halt zur Not so ein bisschen hinter ihm. Super. Das ist wirklich, das ist perfekt. Das ist perfekt. Wäre das nicht gelungen, hier jetzt irgendwie den freien Fall zu stoppen und sich mal an jemanden dran zu hängen, dann sind wir ganz, ganz, ganz schnell in so einer Region, in der wir in Miami waren. Dass das für meine mentale Gesundheit nicht gerade gut wäre, ist, glaube ich, klar. Das muss ich nicht dazu sagen. Oh, Bottas. Guter Ausgang aus der Hairpin, aber nee, hier probiert er nichts. Also was ich feststellen konnte durch diesen Unterbodenschaden ist, dass Untersteuern so ein bisschen stärker ist. Aber nicht dramatisch. Das ist wirklich noch in Ordnung. Mittlerweile wird es ziemlich dunkel, ne? Ziemlich bewölkt. Denkt, der Regen ist nicht mehr weit weg. Also kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es easy machbar sein wird mit diesen Mediums. Erneut gut dran geblieben, gut mitgehalten mit Oscar, DRS abgeholt. Das ist unsere Mission jetzt für die nächsten Runden. Die Pace wäre sogar da, um ihn zu überholen, vor allem in Kurve 1 hinein. Wenn man es wirklich drauf anlegt, aber macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Lieber fahren wir da gerade hinterher, schonen ein bisschen das ERS und alles drum und dran. Und gut ist. Ja, auch hier im Mittelsektor, bis auf eine halbe Sekunde dran. Ich meine, sehr viel näher geht kaum, ohne direkt in seinem Getriebe zu sein. Mega, das hat sich echt zum Positiven entwickelt. Was mich halt erstaunt und auch vorhin so ein bisschen beunruhigt hat, ist, dass so eine Riesengruppe hinter uns ist. Da staut es sich total. Da ist ja jeder bis zum Letztplatzierten. Und deswegen dachte ich halt, dass wir total langsam sind. Aber nun führen wir diese Gruppe nicht mehr an. Und es staut sich nach wie vor so. Also, ja, scheint es einfach so, als hätten hier viele eine recht ähnliche Pace. Oh, vorsichtig. Ah, sowas sollte nicht sein an der Stelle. DRS haben wir zwar safe, aber auf Bottas muss man aufpassen. Der ist auch nicht weit weg. Oh ja, also jetzt müssen wir schon so ein bisschen abbremsen, um nicht zu überholen, aber das ist wichtig und richtig. Das müssen wir so machen. Ich meine, absetzen können wir uns ja nicht von dem. Das haben wir schon gesehen. Da geht es dann jedes Mal nur darum, vorne zu bleiben auf Start und Ziel, wenn wir davor sind. Und das macht keinen Sinn. 5 Minuten bis zum erwarteten Regen. 5 Minuten bis zum Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. 5 Minuten sind es jetzt mittlerweile bis zum Regen. Das ist nicht mehr lang. Das ist auf jeden Fall eine Zeitspanne, die unsere Mediums hier noch aushalten. Die Frage ist dann halt auch, wie schnell es nass wird, ne? So in China zum Beispiel erinnere ich mich, da ist es ja ewig lang nicht richtig nass geworden. Da sind wir ein bisschen zu früh dann auf die Inters. Also das wird schon recht schnell gehen müssen. Oh Gott, das hier sieht überhaupt nicht gut aus mit dem, mit dem Schaden noch dazu. Aber ganz so schlimm, wie es aussieht, ist es zum Glück nicht. Oh oh. Oh, da wollte ich es, glaube ich, ein bisschen zu sehr wissen mit kein ERS. Ah, müssen wir jetzt Oscar vielleicht angreifen? Ja, hätten wir machen sollen. Shit, zu sehr taktiert. Davor hatte ich die ganze Zeit Angst, dass wir Oscar mal nicht angreifen und dadurch Bottas dann hier ankommt. Aber das kann er zum Glück nicht durchziehen. Ah, das war nicht gut gemacht, Mann. Glück gehabt. Das ist schon der Wahnsinn, wie stark dieses DRS ist auf Start und Ziel. Da hat man als Vorausfahrender wirklich nicht den Hauch einer Chance, wenn der Hintermann vorbei möchte. Ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen diesen fetten DRS-Train, den wir hier haben, den es auch im vorderen Bereich des Feldes gibt. Das ist einfach unmöglich, sich abzusetzen. Selbst Verstappen, der 6 aus 6 gewonnen hat in dieser Saison, kommt da nicht weg. Dafür ist halt auch die Pace des ganzen Feldes einfach zu nah beieinander. Boxenstopp-Fenster nun geöffnet. Ja, bin mal gespannt, was die anderen machen vor allem. Wir werden logischerweise möglichst lang fahren. Ja, jetzt sollen wir den überholen. Ja, will ich aber gar nicht.
Will ich überhaupt nicht, Jeff. Unser schlimmster Reifen, wie sieht der aus? Das ist der vordere rechte mit 45. Puh, also ewig lang darf sich dieser Regen nicht mehr Zeit lassen. Aber jetzt zu stoppen für Slicks, fühlt sich so ein bisschen verschwendet an. Wir denken, es wird nicht länger trocken bleiben. Der Regen wird jeden Moment einsetzen. Sei vorsichtig. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Ja, also vor allem, wenn er sowas sagt, muss man draußen bleiben. Wir haben doch gar keine andere Wahl. Was machen die da vorne aber nicht? Das machen die nicht. Wie schon in China entscheidet sich die KI für einen Wechsel auf Slicks kurz bevor der Regen kommen soll. Okay. Ja, macht das ruhig mal. Macht euer Ding. Ist gar kein Problem. Es beunruhigt mich halt so ein bisschen, weil das, was die in China gemacht haben, nicht mal so schlecht war dann im Endeffekt. Weil es halt so ewig lang gedauert hat, bis es nass wurde. Wenn das hier jetzt ähnlich ist, oh, dann bekommen wir recht bald Probleme auf diesen Mediums. Problem ist aber halt, dass unsere Chance, um zu stoppen, fast schon vorbei ist jetzt. Die wäre halt in der letzten Runde gewesen. Wenn wir jetzt noch reinkommen, dann ist zumindest Bottas auf jeden Fall mal vorbei durch den Undercut. Und wahrscheinlich auch noch ein paar andere. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, Alter, ich hoffe, du hast recht, dass das bald losgeht, Jeff. Ja, es wird so ein Ding wie in China, aber jetzt müssen wir es halt auch durchziehen, ne? Oder jetzt will ich es durchziehen. Oh, wir kriegen das Ziel jetzt sogar dadurch, dass Oscar stoppt. Das ist eine nette Sache. Auch Albon drin. Und wir führen jetzt zwischenzeitlich mal. Das muss jetzt ganz, ganz, ganz schnell nass werden, bitte. Ja, es regnet. Es regnet! Okay. Das ist schon mal etwas. Also was die KI da macht immer, verstehe ich nicht. Die waren doch auch mal besser, was das angeht, oder? Außer, das stellt sich jetzt doch noch als richtig raus. Dann nehme ich das alles zurück, aber momentan scheint das keine sinnvolle Entscheidung zu sein. Vor allem, wenn man sieht, dass es jetzt schon regnet. Das ist komisch. Das haben die doch im letzten Spiel nicht gemacht. Da haben die immer eher noch gewartet bis zum Regen, wenn es so kurz davor war. Das wird schon passen, was wir hier machen. Wir haben über 10 Sekunden Vorsprung auf so den Verstappen. Das darf jetzt schon noch eine Weile lang trocken bleiben und trotzdem sind wir hier vorne. Trotzdem haben wir so viele Positionen gut gemacht. Also, ja, nee, weiß ich nicht, was die sich dabei denken. Keine Ahnung. Leclerc jetzt vorbei an Max. Das sieht nicht so gut aus mit dem 7. Sieg in Folge. Und auch gut natürlich für uns, dass die sich so ein bisschen duellieren. Der Fehler wie in China darf halt jetzt nicht passieren, dass wir zu früh auf Inters reinkommen. Und dass die Inters dann im Prinzip verheizt sind, bevor die anderen auf Inters gegangen sind. Das war da überhaupt nicht gut. Es dauert noch ein bisschen länger, wie man... Oh! Oder als man im ersten Moment denken würde. Das fühlt sich aber nicht mehr so schön an. Ja, da ist halt die Frage, woran liegt das? An den Bedingungen oder hier dran? An diesem Kunstwerk? Es kann auch gut und gerne sein, dass es daran liegt. So schön sieht das nämlich nicht mehr aus. Verstappen jetzt wieder vorbei an Leclerc. Jetzt wird es ganz unangenehm, auch hier in der Schikane. Vorsichtig, wir sind das erste Auto, was hier jetzt die Runde fährt. Somit müssen wir erstmal rausfinden, wo der Grip wirklich da ist. Auf keinen Fall jetzt den Dreher hier hinlegen oder so. Oh! Okay. Jetzt wird es so allmählich fatal. Aber trotzdem noch gedulden. Jetzt nicht direkt bei den ersten kleinen Rutschern an die Box. Sonst ist das so eine Shanghai-Situation. Ich glaube nicht, dass wir für die Strecke schon Intermediates brauchen. Ich glaub's nämlich auch nicht, Jeff. Weil er das gerade sagt. Es fühlt sich rutschiger an, als es aussieht. Wenn ihr versteht das. Das scheint irgendwie so ein Ding dieses Jahr zu sein. Die Strecke sieht ja noch im Prinzip trocken aus. Und wenn man jetzt dann auf Inters ist, dann verbrennt man die völlig. Dann ist das kompletter Quatsch. Die anderen schließen natürlich ganz, ganz schnell auf. 1,7 jetzt nur noch auf Leclerc. Das waren vor gar nicht allzu langer Zeit 12 Sekunden. Aber ich meine, diese Spitzengruppe hier, die ist ja auch nicht unbedingt das Ziel. Die Jungs, vor denen ich unbedingt bleiben möchte, die sind da in dieser zweiten Hälfte des Feldes unterwegs. Und auf die haben wir noch einen guten Vorsprung. Jetzt vorsichtig, jetzt ist Charles hier, nicht ihm das Rennen kaputt machen. Charles, komm hier, ich als Ferrari-Fan, ich helfe dir doch. Ich helfe dir doch, oh! Okay. Dann fährt er hier aber sehr viel langsamer rein, als ich erwartet habe. Ich wäre gerne noch eine Weile vor Verstappen geblieben, um Leclerc hier den Sieg zu vereinfachen. Aber das hat leider nicht geklappt. Tut mir leid, Charles. Ich habe versagt. Auch Russell jetzt direkt dran. Also lang wird das hier nicht mehr gehen auf diesen Slicks. Ich glaube, das ist wohl die letzte Runde. Weil so langsam gefällt mir das gar nicht mehr. Es ist überhaupt nicht mehr schön zu fahren. Die Pace jetzt auch mittlerweile unterirdisch. Das sieht auch hier alles nicht mehr geil aus. Oh Gott. Jetzt muss man enorm vorsichtig sein. Ganz gefährlich ist es vor allem, wenn die uns jetzt überholen. Und dann mit so einem geringen Grip da irgendwie nicht in die rein zu crashen, reinzurutschen. Das ist gar nicht mal so einfach. Darf aber natürlich nicht passieren. Wir haben hier eine Chance auf richtig gute Punkte, die eine Menge für uns wert sind. Jetzt muss man rein.
jetzt muss man rein. Also jetzt wird es völliger Quatsch. Vielleicht ist es noch nicht ganz Zeit für Inters. Und vielleicht werden die ein bisschen überhitzen. Aber die werden auf jeden Fall schneller sein. Und Jeff sagt, kurz vor dem Wechsel, komm an die Box, solange du sobald du die Grenze erreichst. Ja, und die Grenze ist jetzt erreicht. Ich glaube, die Grenze wäre vor dieser Runde erreicht gewesen. Davor hätten wir stoppen müssen, das wäre der optimale Zeitpunkt gewesen. So, ja, war es jetzt eine Runde zu lang wohl, aber es war trotzdem das deutlich bessere als das, was die anderen gemacht haben. Wir haben nämlich auf so einen Norris 6 Sekunden Vorsprung. Das ist doch super. Also, im Endeffekt hat sich diese Strategie gelohnt. Wenn auch nur knapp. Wenn wir noch eine Runde länger draußen bleiben, dann nicht mehr. Habe ich Inters ausgewählt? Ich hoffe schon, ja. Habe ich tatsächlich. Da habe ich dran gedacht. Bitte jetzt ein guter Stop. Nicht so ein Fehler beim Boxenstopp, wie wir es schon des Öfteren hatten, Williams Team. Nee, 2,4, das ist super. Wir sind jetzt die Ersten auf Inters. Also, ich glaube, wir sind so auf Kurs. Ordentliche Punkte im Niemandsland so ziemlich. Wir sollten jetzt auf der Karte ungefähr zwischen dem hinteren Ferrari und dem Sauber von Bottas sein. Irgendwo da in der Mitte werden wir uns, glaube ich, einfädeln, wenn die alle dann stoppen. Und das ist gut. Das ist nämlich so Platz 8 oder irgendwie sowas. Und somit ordentliche Punkte für uns nach den Qualen, die wir beim letzten Mal erleiden mussten. Und auch hier zum Teil. Also das werden keine geschenkten Punkte, wenn es denn welche werden. Erstmal hoffen, dass die Inters gut sind. Aber ja, das war jetzt gar keine Frage mehr. Wir mussten diese Slicks loswerden. Die waren eine absolute Katastrophe. Ja, DRS deaktiviert jetzt auch. Also das ist ein deutlich besseres Timing zumindest als in Shanghai. Bin aber sogar wirklich der Meinung, dass die letzte Runde, die wir gemacht haben, nicht hätte sein müssen auf den Slicks. Die hätte man sich lieber sparen sollen. Was machen die jetzt? Die fahren immer noch. Wahnsinn, die KI scheint richtig gut klarzukommen in solchen Bedingungen. Sehr, sehr, sehr viel besser als man selber als Spieler. Weil die sind trotzdem nicht schneller als wir jetzt auf Inters. Also, die schenken uns gerade ein bisschen was, würde ich eher mal schätzen. Zumindest auf die hinteren Jungs hier holen wir deutlich auf. Oh, die fahren immer noch. Sag mir nicht, dass die es versuchen durchzufahren. Ja, aber gut, sollen die gerne mal probieren. Ich meine, der Regen soll nur noch stärker werden. Da werden die auf jeden Fall keinen Spaß haben. Und nee, zumindest hier hinten kommen jetzt mal die ersten rein. Aber das sind wirklich die absoluten Backmarker. Die bekommen wir natürlich auch allesamt. Ein Hauptziel ist es natürlich, wie immer in den ersten Rennen, Bottas zu besiegen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für die Konstrukteurs-WM. Sauber ist da bis auf einen Punkt an uns rangekommen in Miami. Und Bottas ist hier wieder gut unterwegs. Ich hoffe, dass wir davor sein werden, wenn der stoppt. Aber davon gehe ich eigentlich aus. Und dann müssen wir es halt nur noch ins Ziel bringen in diesen letzten Runden. Aber das ist dann echt nicht mehr der schwere Teil. Den schweren Teil, den haben wir schon hinter uns hier heute. Oh, da vorne kommen jetzt einige rein. Oder besser gesagt alle, abgesehen von einem McLaren, der noch durchfährt. Also das ist ein Fehler. Es sei denn, der zieht das jetzt einfach eiskalt durch und riskiert es halt so no risk, no fun mäßig. Bottas da drin, den haben wir locker. Wie weit geht das jetzt nach vorne? Ah, kriegen wir hier Checo noch. Ist Position 7 sogar. Könnte Position 6 werden gegen den Mann, der uns hier den Schaden zugefügt hat am Anfang. Das wäre natürlich was. Ich würde das nicht ausschließen, dass wir uns hier jetzt auch halten können. Kein DRS mehr. Unsere Pace ja heute ohnehin kein Problem. Und wir haben nicht solche verbrannten Inters diesmal, wie wir es in China hatten, in einer ähnlichen Situation. Also das ist, ja, das ist vielversprechend. Sehr, sehr gut. Zumindest gegen Bottas und mit Punkten überhaupt sieht es überragend aus. Ah, schlechter Ausgang aus der Hairpin offensichtlich, oder besserer von Checo zumindest. Der probiert es hier im Mittelsektor, schafft das aber nicht ganz. Jetzt nicht sich zu sicher fühlen, noch ist das Ding hier nicht durch. Das kann auch noch schief gehen. Oh oh, ah, der greift jetzt aber wirklich an jeder möglichen Stelle an, auch an Stellen, an denen man das normalerweise niemals tun würde, außen hier in die Schikane hinein. Ah, da vorne ist jetzt Oscar noch, der nicht gestoppt hat. Wird das wahrscheinlich jetzt tun, das ist eine interessante Strategie von den McLaren-Jungs. Sehr, sehr viel zu spät kommt der hier rein. Wie sieht das jetzt auf Start und Ziel aus? Ohne DRS natürlich. Interessant, der kommt schon gut ran. Wir verteidigen auch lieber mal. Auf der Bremse die KI eh stark in dieser ersten Kurve. Nein, aber wir noch ein bisschen stärker in dieser Situation. Oh ja, fünfter Platz. Wir sind irgendwie nach allem, was hier passiert ist, wieder auf unserer Startposition. Das ist ja krass. Oh oh. Oh, ich glaube, da haben wir ganz leicht das Gras berührt im Anbremsen. Ja, und das wird direkt fatal bestraft. Da war ich vielleicht auch ein bisschen zu zimperlich auf dem Gas. Drei Positionen kostet uns das. So ein Millimeter, den wir rechts zu weit draußen waren. Da sieht man mal, wie eiskalt man hier bestraft werden kann. Vor allem zeigt das, wie viel wirklich richtig laufen muss, um ein gutes Ergebnis einzufahren in so einem Rennen. Wahnsinn, das war ein Zentimeter.
Wenn wir einen Zentimeter weiter rechts sind, sind wir jetzt anstatt Achter immer noch Fünfter, ziemlich wahrscheinlich. Jetzt wird's aber auch ganz unschön langsam. Jetzt muss ich auch vorsichtig sein. Wir haben den guten Puffer auf Norris. Konzentrieren wir uns mal lieber darauf, das so über die Linie jetzt zu bringen. Das wird nämlich, glaube ich, schwer genug. Wir strugglen hier so ein bisschen mit diesem starken Regen. Es scheint übrigens das nächste Rennen ohne so einen technischen Ausfall zu werden, ne? Das siebte von sieben jetzt. Ist interessant. Ich glaube, die überwiegende Meinung, wie ich sie auch in den Kommentaren gelesen habe, ist, dass ihr das auch gut findet, ne? Dass es weniger von diesen random Motorschäden gibt. Aber das große Problem dadurch ist, dass man jetzt irgendwie gar keine Zwischenfälle mehr hat. Also keinerlei Chance, irgendwie einen Safety-Car mal zu bekommen oder eine Red Flag, so wie es scheint. Wir haben ja nicht nur keine Motorschäden, auch keine Kollisionen, kein gar nichts. Ich glaube, da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden. Ich habe jetzt sogar vor dem Rennen Safety-Car und Red Flag auf erhöht gestellt. Aber ich meine, klar, wenn halt nichts passiert, dann bringt das auch sehr wenig. Also das ist so eine Sache. Gut, dass es weniger Motorschäden gibt, aber es muss mehr Fehler geben. Und vielleicht hier und da dann doch mal so einen technischen Ausfall. Ab und zu. Ich meine, dass das jetzt in sieben Rennen in Folge gar nicht passiert. Dass sieben Rennen lang alle ins Ziel kommen, das ist schon auch krass. Das ist wahrscheinlich so oft, wie es in der ganzen Geschichte der Formel 1 vorkam, dass alle ins Ziel gekommen sind. Und das in den ersten sieben Saisonrennen hier. Ah, Lando ist jetzt dran, wie es zu erwarten war. Der wird noch einmal die komplette Stadt Zielgerade bekommen, um eventuell angreifen zu können. Bottas haben wir aber gut in Schach gehalten. Der ist hier überhaupt nicht rangekommen, war nicht schneller in diesen Bedingungen. Das macht natürlich Mut, so stark wie der sonst immer ist. Ah, jetzt wahrscheinlich die Entscheidung oder zumindest die Dreiviertel-Entscheidung hier in diesem Rennen. Start und Ziel zum vorletzten Mal. In der letzten Runde wird Norris hier, glaube ich, keine Chance bekommen, weil es dann ja nicht mehr die komplette Gerade ist. Das ist ja dann hier an dieser Stelle vorbei. Aber jetzt hat er nochmal die ganze Gerade, kann sich schön den Windschatten mitnehmen, hat sein ERS offensichtlich auch gut aufgeladen. Aber nee, das wird nicht reichen. Gefällt mir nicht, dass wir hier so innen sind. Aber gut, den Bremspunkt gefunden. Das hat super gepasst. Ohne Verbremser, ohne Sonstiges. Sehr viel leichter gesagt als getan in solchen Bedingungen hier. Und somit haben wir es jetzt, glaube ich, so gut wie überstanden. Wenn nicht sowas passiert wie vorhin, als die drei an uns vorbei sind. Ja, das ist halt auch krass. Wir haben einen größeren Fehler gemacht, der halt nicht sein durfte. Und dann kommen direkt drei auf einmal vorbei, ne? Es ist nicht einer oder so, es sind einfach drei. Bitterer geht's auch nicht. Aquaminerale zum letzten Mal hier hinauf. Verstappen kommt eben durch die letzte Kurve. Macht tatsächlich 7 von 7 draus. Das ist hier der Real-Life-Verstappen. Aber ich finde es cool, dass der im Spiel auch so ist. Ich meine, das ist halt einfach realitätsgetreu. Der sollte so rasieren in der ersten Saison. Was so ein Verstappen teilweise im letzten Spiel abgeliefert hat, das war ja unterirdisch. Hatte sehr, sehr wenig mit dem Real-Life-Verstappen zu tun. Das war so der Real-Life-Paris. Was der hier teilweise gezeigt hat. Letzte Kurve, dann ist es, glaube ich, geschafft. Lando kam da eben nochmal ganz geil ran. Aber das wird nicht reichen für ihn, oder? Nein! Wir kommen über die Linie. Platz 8, es ist 4 Punkte hier in Imola. Gutes Wochenende, finde ich. Geile Strategie. Gut durchgefightet, trotz des Schadens direkt in der ersten Kurve. Ärgerlich halt dieser eine kleine Fehler. Aber ja, mein Gott, ist halt so. Wir haben ja trotzdem gute Punkte geholt. Puh, wieder ist es dieser Einstopp im Regen, wie schon in Shanghai. Aber ich weiß gar nicht, ob das so viel besser ist. Also das ist, so viel schneller ist das nicht. Nicht so, wie man denken würde. Weil man dann so viel Zeit verliert auf gebrauchten Slicks, wenn der Regen kommt, dass das eigentlich fast aufs Gleiche rauskommt. Ich glaube, jetzt in dem Fall hat uns das vielleicht die Position gegen Lando beschert am Ende. Und hat uns halt die Chance gegeben auf Platz 5. Also ja doch, es war schon schneller. Es war schon das Schnellere, aber nicht so deutlich. Das ist nicht so, dass wir einen kompletten Stopp Vorsprung hatten oder so, dadurch, dass wir einen Stop weniger haben, wenn ihr versteht. Das auf gar keinen Fall. Das sind jetzt 7 Rennen ohne Punkte für ihn in einem echt soliden Mittelfeldauto. Das hat nicht viel mit dem Albon zu tun, den man in den letzten Jahren immer gesehen hat, in so einer ersten Williams-Saison. Da ist der ja öfter, also da hat der so das gemacht, was wir gemacht haben. Öfters mal so den 6. Platz in dem Qualifying Random, dann, keine Ahnung, Platz 5 im Rennen oder so. Auch früh in der Saison schon, als das Auto noch gar nicht so gut war. Hier nix da, schafft es nicht einmal in die Top 10 bisher. Schon schade, ich hoffe, dass der noch wach wird. Anerkennung bleibt bei 47, das aber sehr ordentlich. Wird auch, glaube ich, bald, oh, noch weiter in unsere Richtung kommen. Wir haben beim Fertigungsexperten jetzt Level 1 erreicht, genauso wie beim Windkanalingenieur. Das ist eine coole Sache, da werden wir jetzt ein paar Boni freigeschaltet haben. Sehr, sehr cool, sehr geil. Und ein Upgrade kommt sogar noch an. Also sehr, sehr positiver Abschluss der Folge hier. Das lässt uns hier fast gleich aufbleiben mit McLaren. Was haben wir denn dadurch jetzt bekommen? Das war der Kollege hier. Naja, genau. Da haben wir jetzt einmal die Fehlschlagrate aller Upgrades um 10% reduziert. Und hier
Zeit für Aero-Upgrades um 15% reduziert. Aber ich sehe gerade, das wird nur aktiv, dieser Bonus, wenn der jeweilige Spezialist auch im Haus ist. Weiß nicht, ob das nicht mir fast ein bisschen zu schnell ging, ehrlich gesagt. Ich meine, wir haben jetzt an 7 Wochenenden Level 1 erreicht. Ist schnell, wenn man denkt, dass man dann irgendwann 5 Saisons ja spielen möchte in dem Spiel oder was weiß ich wie viele. Und nach dem Drittel der ersten hat man schon ein Level. Das heißt ja, dass man wohl, also spätestens in Saison 2 hier Level 3 haben wird, wahrscheinlich überall, denke ich, wenn man sich nicht total dämlich anstellt. Das ist schon schnell. Das ist ein bisschen zu schnell, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir nicht so ganz. Vor allem, weil es so scheint, dass man für, also von Level 1 auf Level 2 braucht man auch 1500 EP, ne? Seht mal da, da steht 200 von 1500 EP unter dieser 0 oben. Und hier haben wir ja schon Level 1, aber auch von 1500 beginnt das zweite, wenn ihr versteht. Also das geht immer gleich schnell. Jedes Level geht gleich schnell. Das wird zu schnell gehen. Das werden wir in der ersten, zweiten Saison alles durchhaben und dann spielt das hier gar keine Rolle mehr. Dann kann man das völlig ignorieren, diese Ziele. Bisschen schade. Müsste etwas langsamer sein. Denke ich mal. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Vielleicht läuft es auch anders. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Eins der Highlights der Saison erwartet uns da in Monaco. Große Preis des Qualifyings. Da wird natürlich das Qualifying ganz entscheidend. Da müssen wir es am besten in Q3 schaffen. Und dann haben wir auch dort, glaube ich, eine gute Chance auf Punkte. Das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!